Moin, schön, dass du wieder dabei bist. Heute in diesem Video geht es um Visual Studio Code. Wir schauen uns einmal die Plugins an, die ich bei mir in meiner Entwicklungsumgebung installiert habe und zeige euch, was die so können. Das sind meist Plugins, die mir tagtäglich helfen bei meiner Arbeit und die möchte ich euch gerne einmal weiterempfehlen. Wer Visual Studio Code noch nicht kennt, ich verlinke das nochmal unten in der Beschreibung. Visual Studio Code ist von Microsoft ein Open Source Editor, sage ich mal, den man aber soweit mit den Plugins, sage ich mal, ergänzen kann, dass es eigentlich eine vollwertige IDE darstellt. Also wer auch große Symfony oder PHP-Projekte oder in anderer Programmiersprache, C#, C++ arbeiten möchte, der wird auch mit Visual Studio Code glücklich werden. So, fangen wir direkt einmal an. Visual Studio Code Auto Close Tag, das ist so mein erstes Plugin, das ist eine ganz kleine Geschichte. Wenn ich Code schreibe, ich scroll hier einmal runter, HTML, dann gibt es die Möglichkeit über einen Shortcut oder über den Command Line automatisch den Tag zu schließen. Das ist bei vielen Editoren, sage ich mal, schon Standard mit dabei. Hier bei Visual Studio Code gibt es, wie gesagt, dieses kleine Plugin, um das zu ergänzen. Also von mir klare Empfehlung. Dann haben wir hier Auto Comments Blocks. Wer kennt das nicht? Man schreibt viele Kommentare und wenn man immer wieder, egal jetzt in CSS, PHP oder wo auch immer, wenn man die alle mal per Hand tippert, dann sehen die alle mal unterschiedlich aus und das ist nicht so schön. Man kopiert sie sich dann, scrollt wieder hoch, scrollt wieder runter und hier mit AutoCommentBlocks habe ich die Möglichkeit, einfach ein Slash und zwei Sternchen zum Beispiel zu machen in PHP und das Ganze dann mit einem Tab zu bestätigen und automatisch macht er mir so einen Block-Content auf, ne? Und ich muss nur noch meinen Text füllen. Das Ding ist sogar so schlau, dass wenn ich eine Function definiert habe und darüber einen Kommentar setze, dann gibt er mir automatisch die Möglichkeit, dass ich meine ganzen Parameter da drin beschreiben kann etc. Also eine ziemlich praktische Geschichte. Dann haben wir Beautify. Das ist, es gibt Prettifier und Beautify. Also Beautify ist für mich da eigentlich die bessere Lösung, weil ich den Prettify Formatierer, also im Grunde genommen, das ist ein Formatierer von Code, hier von HTML, CSS und JavaScript. Das heißt, ich kann mit Apfel S einfach sagen, okay, formatier mir das bitte beim Speichern. Das bringt halt einfach den Vorteil, dass ich nicht alles selbst einrücken muss. Ich habe mein automatisches Einrücken definiert mit zwei Tabs oder ein Tab, zwei Leerzeichen oder vier Leerzeichen, wie auch immer ihr das macht, das ist ja so ein bisschen eine Geschmacksfrage und wenn man dann Apfel S drückt, dann wird das Ganze automatisch gespeichert. Damit das passiert, muss man die Editor-Config aufmachen und sagen Editor Save Format und Save heißt die Funktion, glaube. Das ist aber ganz einfach, scrollt ihr euch einmal hier durch und dann wisst ihr auch schon Bescheid. Was hiermit leider nicht geht, das ist zum Beispiel PHP-Formatieren etc. Das ist jetzt hier wirklich für HTML, CSS und JavaScript geeignet, ne? Aber eine super Hilfe. Dann haben wir hier Bracket Pair Colorizer. Ja, wer kennt das nicht, dass man sein Schließbracket sucht, die geschweifte Klammer, wo auch immer die sich jetzt wieder versteckt hat. Man kann das ja wunderbar schon durch Einrücken, durch Tabs lösen, dass man da gut vorankommt. Aber trotzdem passiert es oft, dass man nicht weiß, wo ist die Geschichte hier hin, ne? Wo ist der geschweifte Klammer hingerutscht. Und mit den Farben wird das Ganze nochmal ein bisschen vereinheitlicht und ein bisschen erkennbarer. Also das hilft mir immer, um mir schnell, sage ich mal, meinen Funktionsscope, sage ich mal, anzusehen und aufzurufen. Dann haben wir hier Code Runner. Code Runner für mich auch super wichtig und interessant, weil manchmal ist es so, ich programmiere irgendwie in PHP ein kleines Snippet und es funktioniert irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und mit Code Runner habe ich die Möglichkeit, einfach direkt in der IDE, ihr seht es auch hier, dieser kleine Pfeil, der hier oben rechts dran ist, der kommt durch Code Runner drauf zu klicken und den PHP-Code oder hier, es wird auch Java, JS, PHP, Python, Perl, Ruby, Go etc. unterstützt und dann kann man einfach so eine kleine neue Datei aufmachen und ein kleines Snippet einfach ausführen und ziemlich praktisch, um einfach irgendwie mal was auszuprobieren, ne? Dann haben wir das Plugin Colorize. Das ist auch eine super Geschichte. Wir haben nämlich hier die Möglichkeit, dass unsere Farben, die wir in CSS definieren, auch Variablen, SCSS wird auch unterstützt, dass die, sage ich mal, mit einem Hintergrund versehen werden, zu der Farbe, zu der es gehört. Ne? Also wenn ich jetzt ein Rot habe, dann seht ihr hier, dann wird einfach der Hintergrund rot. Es geht auch hexadezimal, RGB, RGBA, SCSS-Variablen funktionieren auch. Und das hilft einem einfach, wenn man schnell eine Übersicht kriegen möchte, ohne jetzt sich immer merken zu müssen, was genau dieser Code für eine Farbe darstellt. Ne? Von mir auch ganz klare Empfehlung.
Ja, hier ein kleines Plugin, CSS Rem heißt das Ganze. Ihr seht es hier schon in der GIF-Animation. Wir haben die Möglichkeit, ein CSM Root Font Size als Einstellung zu definieren. Der ist standardmäßig bei 16 Pixel. Und wer schon mal mit Rem gearbeitet hat, weiß, das ist eine Root-Relation. Das heißt, wenn auf dem Bodytag, sage ich mal, der Pixelwert 16 Pixel gesetzt ist, dann ist ein Rem entspricht dann 16 Pixel in einem ganzen Dokument. Ja, und das Blöde daran ist natürlich, man muss es immer umrechnen. Wenn man jetzt zum Beispiel von einem Layout kommt, wo alle Daten und Maße in Pixel angegeben sind, dann muss man sich das immer ausrechnen oder umrechnen und irgendwie einen Taschenrechner immer offen haben. Und hier hat man die Möglichkeit, dass man einfach die Pixelwerte angibt. Ihr seht es hier in dem Beispiel und das anhand des definierten Root Font Size, was ihr sozusagen in der Config habt oder pro Projekt speichert, automatisch ausrechnet, wie die REM-Werte sind. Und das müsst ihr einfach nur noch mit dem Tab bestätigen. Also von mir auch ganz klare Empfehlung. Dann haben wir hier den Debugger for Chrome. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht ganz so viel sagen. Das ist, glaube ich, auch standardmäßig immer mit dabei. Hier haben wir die Möglichkeit einfach, wenn uns die Chrome-Entwicklerumgebung uns nicht reicht, dann haben wir hier die Möglichkeit, einfach über den Debugger hier links an der Seite die Variablen zu überwachen, Aufrufliste, die zu modifizieren und dadurch, sage ich mal, einen Breakpoint zu setzen in unserer JavaScript-Datei. Und also es ist schon jetzt eine fortgeschrittene Entwicklungsdebugging, würde ich das einfach mal nennen. Ich arbeite mit dem Debugger for Chrome manchmal, aber meistens nehme ich doch die Entwicklerumgebung direkt im Chrome. Also Chrome ist ja auch mein Browser, mit dem ich immer arbeite. Von daher bin ich da eigentlich schon sehr gut bedient. Ne? Kehren wir einmal zurück zu den Plugins. Edit CSV, ja, das ist so ein Plugin, das braucht jetzt vielleicht nicht jeder, aber wenn ihr eine CSV-Datei habt, ihr seht das hier schon in dem Screen, in dem GIF, dann sind die ja immer alles mit Semikolons oder Komma getrennt und kann man schlecht bearbeiten. Man bekommt dann einen Button oben rechts und dann wird das automatisch als eine Tabelle, visuelle Tabelle aufbereitet und ihr könnt das einfach direkt in der Tabelle editieren. Super praktisch, wenn man mal irgendwie mit Fake-Daten arbeitet oder sowas, um kurz was zu erstellen, zu bearbeiten, zu prüfen. Braucht man vielleicht nicht jeden Tag, aber wenn man es hat und es dann braucht, dann ist das schon eine klasse Sache, ne? Ja, dann haben wir hier EAD Preview und EAD Syntax. Fasse ich mal beide ein bisschen zusammen. Also eine EAD-Datei, das wird oft benutzt, sage ich mal, wenn ihr Relationen für eine MySQL-Datenbank, sage ich mal, definiert. Ihr seht es hier auch im Screenshot. Wir haben die verschiedenen Tabellen, die Relationen zueinander haben. Und manchmal ist es praktisch, dass man das Ganze nochmal visualisiert. Und dieser EAD-Preview, dieses EAD-Preview-Plugin macht nichts anderes als eine Definition in einer Textdatei eines sogenannten .er-Files in einen PNG umzuwandeln. Ist manchmal ganz praktisch, um das Ganze nochmal irgendwie, wenn man, sage ich mal, das entwickelt hat, dann kann man einfach daraus sich kurz nochmal ein Bild exportieren und man kann es vielleicht nochmal visuell anschmeißen, um das vielleicht anderen besser zu erklären, wie die Relation in der Datenbank ist oder wenn man in seinem Team ist, dass man das einfach nochmal durchspinnen kann, ob man nichts vergessen hat. Ne? Genauso auch hier ERD-Syntax-Highlighting, das ist einfach nur dafür da, dass die .er-Files einfach gehighlightet werden und ich mich hier besser durchfinde. Ne? So, jetzt habe ich hier noch Format HTML in PHP. Ja, das ist jetzt einfach nochmal ein separater Formatter, der einfach PHP-Dateien formatieren kann, weil das Beautify, wie gesagt, nicht anbietet. Ja, wer jetzt nicht mit PHP arbeitet, wird dieses Plugin auch nicht brauchen. Ne? Dann haben wir hier German Language Pack für Visual Studio Code. Das ist jetzt hier auch dabei, standardmäßig. Das ist jetzt nichts, was ich installiert habe. Git Graph, noch ganz interessant, wer viel mit Git arbeitet, für der sollte sich das unbedingt mal anschauen. Mit Git Graph hat man die Möglichkeit, einfach sein aktuelles Repository, was man auf dem lokalen System hat, einmal zu visualisieren, sich die Branches anzugucken. Ihr seht es hier auch schon wieder im GIF. Das bringt manchmal einen Vorteil, dass man das besser überblicken kann. Man kann damit auch fetchen, die Daten holen etc. Und man hat einfach nochmal ein bisschen einen besseren Überblick. Ich sag mal, ich arbeite meistens mit GitHub. Und da ist das auch immer ein Vorteil, wenn man da nochmal kurz reingucken kann und auch nochmal in einer schönen Auflistung sieht, was sind die Veränderungen vom letzten Commit gewesen etc. Ne? Also für mich eigentlich die Lösung, wenn es nochmal da geht, was haben vielleicht Kollegen gemacht in der Zeit, wo ich abwesend war, was ist passiert an dem Projekt, dann kann man wunderbar damit in seiner Entwicklungsumgebung das anschauen. Ne? So, jetzt haben wir Indeed Rainbow. Das hilft mir jetzt eigentlich auch nochmal ein Stück in Kombination. Wir haben das ja eben schon gesehen mit dem Colorize, Bracket Pair Colorizer.
der Bracket-Colorizer, der macht ja nur die Brackets, sage ich mal, farbig, zusammenfügig farbig. Und hier kriegen wir sozusagen auch nochmal die Färbung der einzelnen Einrückungs-Hierarchie-Tiefen, sage ich mal. Ne? Und in Kombination damit wird mein Dokument immer sehr übersichtlich. Ich bin auch jemand, der meistens immer nur zwei Leerzeichen einrückt, also ein Tab, zwei Leerzeichen. Und viele machen das ja mit vier Leerzeichen bzw. zwei Tabs. Und das ist mir immer ein bisschen, dann läuft das Dokument für mich immer zu weit auseinander. Ich habe das lieber ein bisschen kompakter, aber dafür helfen mir dann diese Tools einfach, um das ein bisschen übersichtlicher zu gestalten. Dann haben wir noch den Live-Server. Der Live-Server ist, glaube ich, auch standardmäßig da. Ich weiß es gar nicht. Nee, ist, glaube ich, nicht standardmäßig dabei, aber ist auch eine klare Empfehlung. Wenn ihr jetzt große Projekte habt, dann wird euch der jetzt nicht unbedingt weiterbringen. Aber wenn ihr jetzt mal eine HTML-CSS-Datei habt und ihr wollt jetzt einen Live-Reload haben und save und ein bisschen was ausprobieren, testen oder programmiert einzelne Module, dann werdet ihr hiermit auch sehr glücklich. Ihr könnt einfach mit einem Knopfdruck, wenn ihr eine HTML-Datei aufhabt, sagen, dass ihr euren Live-Server starten möchtet. Und dann wird automatisch ein Localhost mit Port erstellt, was im Browser aufgerufen wird. Und dann könnt ihr einfach euer Dokument bearbeiten und habt sozusagen euren eigenen internen lokalen Server laufen, ohne jetzt irgendwie einen großen Aufwand zu betreiben. Also für kleine Geschichten ist das eine super Lösung, um da schnell einen kleinen lokalen Server, sage ich mal, aufzustellen. Ihr seht das hier auch, wir haben hier den Code, es wird hier bearbeitet, es ändert sich hier dann live automatisch. Und wir haben hier diesen Knopf unten in der blauen Leiste, dann wenn wir eine Datei offen haben, die nennt sich Go Live, da klicke ich drauf und der Server startet sich. Ihr könnt natürlich rein theoretisch auch einfach eure Index-HTML-Datei im Browser ziehen, bloß dann wird das Ganze über ein Filesystem aufgerufen und eure, ich sag mal, relativen Pfade oder absoluten Pfade funktionieren vielleicht nicht in eurem Projekt. Und von daher würde ich immer empfehlen, nie die HTML-Datei, an der ihr arbeitet, einfach im Browser zu ziehen, sondern wenn ihr das machen wollt, das hier über Go Live zu machen. Ne? Ja, dann habe ich hier MySQL, da muss ich sagen, das benutze ich nicht ganz so häufig, ist aber trotzdem interessant. Ihr könnt direkt sozusagen euren MySQL-Connection in Visual Studio Code hinterlegen. Ihr seht es hier auch in dem Bild. Ihr hinterlegt die Connection. Es muss natürlich eine lokale Datenbank sein oder eine Datenbank, die den Remote-Zugriff erlaubt, wenn die, sage ich mal, extern ist. Und dann werden da alle Tabellen aufgelistet, ich kann darüber Daten bearbeiten, Queries abschicken etc. Eine ganz praktische Sache eigentlich. Ich benutze dafür aber meistens immer SQL Pro, das ist für einen Mac kostenlos und liegt beim MAMP immer bei. Ja, ist aber nochmal nice to have, würde ich sagen, und auf jeden Fall ein interessantes Plugin, was man sich vielleicht mal angucken sollte. Ne? Ja, was habe ich hier noch? Ich habe hier verschiedenste PHP-Extensions und Debugger. Ich programmiere in Symfony meistens und da habe ich hier Xdebug installiert. Das ist jetzt auch einfach nur eine Hilfe. Dann connectet sich einfach Visual Studio Code im Hintergrund auf den Port zum Server, wo PHP läuft. Und ich habe die Möglichkeit, auch genauso wie bei dem Chrome-Debugger Breakpoints zu setzen etc. Wenn ihr dazu irgendwie, wenn ihr das interessant findet, könnt ihr auch gerne in die Kommentare unten nochmal reinschreiben, Mensch, dieser PHP-Debugger, das würde mich interessieren, das ist auch nochmal ein größeres Thema, sage ich mal, für sich. Dann könnt ihr auch gerne das euch in den Kommentaren wünschen und nochmal anmerken. Dann könnte ich vielleicht, wenn da der Bedarf besteht, auch gerne über diesen PHP-Debugger mit Xdebug nochmal ein separates Video machen, wo ich euch genau zeige, wie man damit gut debuggen kann. Ne? Ja, PHP-Extensions bringt mir, sage ich mal, für meine PHP-Projekte, sage ich mal, einfach noch ein bisschen mehr Autocompletion mit rein, Erweiterungen und es ist einfach nice to have, wenn man einfach ein PHP entwickelt, da bekommt man einfach nochmal ein paar mehr Funktionen und Features mit an die Hand, ne? Dass ich mit Tab ein Autocompletion habe oder noch eine weitere Erklärung zur PHP-Funktion, genauso auch wie PHP IntelliSense. Das ermöglicht mir hier auch einfach eine vervollständigte Autocompletion nochmal zu haben und mit weiteren Erklärungen etc. Ne? Dann habe ich mich jetzt mit dem Microsoft Remote Development beschäftigt. Ihr seht, dadurch kommt auch dieses Icon hier oben an der Seite. Da habe ich jetzt noch nicht ganz so viel mit gearbeitet, aber es ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Facebook arbeitet damit jetzt auch. Die hatten ja vorher ihren eigenen Editor. Die sind jetzt auf Visual Studio Code gewechselt in Bezug darauf, dass die mit dem Remote Development Tool jetzt arbeiten und dazu gehören diese fünf Dateien. Da kann ich auch gerne separat nochmal ein Video zu machen, wenn da der Bedarf zu ist. Und im Grunde genommen hilft es, beziehungsweise im Grunde genommen kann ich über WSL oder SSH mich auf einen externen Server connecten
und direkt die Dateien auf dem Server in meinem eigenen lokalen Visual Studio Code bearbeiten und speichern, ne? Und das Terminal dort benutzen. Das heißt, ich kann meine Entwicklungsumgebung eigentlich dezentral auf einem externen Server aufbauen und muss nicht alles lokal auf meinem eigenen Rechner einrichten. Hat vielleicht auch den Vorteil, dass man eine gemeinsame, gesharte Datenbank nutzen kann mit anderen Entwicklern und man nicht immer das Datenbankkonstrukt neu aktualisieren muss oder Fake-Daten neu reinladen muss. Also das ist schon eine gute Sache. Ich denke mal, da geht der Weg auch hin, dass man früher oder später immer mehr remote entwickelt. Es gibt ja auch schon Abstraktionen von Visual Studio Code, die im Browser laufen. Und da hat man dann natürlich die Möglichkeit, dass man da komplett extern arbeitet und eigentlich seinen Rechner gar nicht mehr als Developer-Umgebung nutzt, sondern da nur noch den Editor oder die Connection hat oder den Browser offen, womit man die Dateien auf dem externen Server bearbeitet, ne? Ja, dann habe ich hier noch Settings Sync. Das kann ich euch auch empfehlen. Das packe ich euch auch nochmal bei mir mit rein. Wenn man entwickelt, passiert es ja vielleicht oft, dass man Einstellungen ändert. Und mit dem Settings Sync werden die Einstellungen von seiner lokalen Visual Studio Code Entwicklerumgebung, sage ich mal, in ein Public Gist publiziert. Und wenn ich jetzt einen neuen Mac habe, neuen Rechner, wie auch immer, oder einen zweiten, kann ich das hier einfach wieder importieren und meine Entwicklerumgebung sieht genauso aus mit allen Plugins, die ich hier habe, die ich brauche, ne? Wunderbare Sache und auf jeden Fall meine Empfehlung. Dann haben wir hier Shades of Purple. Das ist man kann ja Visual Studio Code auch ein Theme hinterlegen und da gibt es viele tolle Themes und ihr seht, bei mir ist das hier alles so ein bisschen Purple auch und das kommt durch dieses Plugin Shades of Purple. Gelb-Purple ist da so die Kombination, ist so eine Geschmacksfrage, ob man das mag oder nicht. Ich finde es klasse. Guckt euch das gerne einmal an, wenn ihr sagt, Mensch, das könnte mir vielleicht auch gefallen. Ne? To-Do-Tree, ja, ganz einfache Geschichte. Ihr seht, ich habe hier auch diesen Baum an der Seite. Man kann To-Do-Listen machen extern in Wunderlist, keine Ahnung, Microsoft To-Do oder Apple To-Do, wie auch immer. Man kann aber auch direkt seine To-Dos oder Fixes oder Bugs in Visual Studio Code hinterlegen als Kommentar. Und damit man nicht dran denken muss, wo man überall Kommentare und To-Dos hinterlegt hat, was man da und wo noch programmieren muss, listet To-Do-Trees dies dann in der Sidebar einfach auf. Ne? Ist ganz praktisch, um nochmal eine Übersicht zu erhalten. Man kann auch ein- und ausschließen, welche Dateien gescannt werden sollen danach. Super praktisch, weil da muss man sich nicht noch um ein weiteres Tool kümmern, was man integriert. Ne? Genau. Ja, Twig Language, da ich für Symfony arbeite, brauchte ich ein Twig Package, was einfach meine Twig-Dateien formatieren kann, beziehungsweise auch einfach highlightet. Ja, wer jetzt nicht mit Twig arbeitet, Twig ist eine Template-Engine, Template-Sprache, mit der ich sozusagen was sozusagen das HTML erweitert, um Twig-Funktionalitäten, wo ich Variablen drin ausgeben kann, die ich von Symfony entgegennehme. Ne? Also, wer noch nie was von Twig gehört hat, der wird damit auch nicht arbeiten müssen. Ne? So, dann haben wir hier das Wager oder Wager, wie man es auch ausspricht, für Vue.js. Das ist jetzt einfach nochmal ein weiterer Debugger und die Möglichkeit, direkt über Visual Studio Code Vue.js-Applikationen zu debuggen. Vue.js ist ja, sage ich mal, steht in Konkurrenz oder ist eine weitere Möglichkeit, SPA-Applikationen, sage ich mal, zu erstellen. Die fühlen sich, sage ich mal, sehr nach Desktop an. Es gibt keine Reloads. Es wird alles im Browser dynamisch mit JavaScript gemacht. Und ich setze da Vue.js und deswegen habe ich hier diesen Debugger noch mit installiert, der mir da einfach hilft, mein Projekt besser zu programmieren im Frontend. Im Vergleich, wie gesagt, React wäre da noch ein anderes Framework, was es noch gibt, oder Angular, ne? Ja, wer damit nicht arbeitet, für den ist sicherlich dieses Plugin auch nichts. Wer aber mit Vue.js arbeitet und dieses Plugin noch nicht kennt, der sollte sich das unbedingt mal anschauen. Es ist ziemlich praktisch, es formatiert die Texte, man kann damit debuggen und eine super Hilfe in Kombination mit dem Chrome-Plugin dazu, um ja hochqualitativ hochwertige Vue.js-Applikationen einfach zu programmieren. Ja, dann haben wir hier noch VS Code Icons. Für mich auch eine ganz klare Empfehlung von mir. Es gibt ein normales Icon-Set von Visual Studio Code, wie die Icons in dem Tree aussehen, meiner Dateien. Ihr seht es hier auch. Das hier sind die jetzt schon von dem VS Code Icons. Ich finde die ein bisschen ansprechender, hübscher.
Ist aber vielleicht auch eine Geschmacksfrage, wenn ihr sagt, Mensch, stört mich gar nicht. Was ich schön finde, es werden auch Ordner, sage ich mal, als Ordnersymbol gekennzeichnet. Wenn ihr ein Projekt öffnet in Visual Studio Code, dann seht ihr hier auch die Ordner dazu. Ihr seht vorher, sieht das so aus, einfach mit Pfeilen. Und wenn es dann aktiviert wird, dann kommen die Ordner dazu. Finde ich eigentlich von der Übersicht ziemlich gut. So, und dann haben wir hier noch das letzte Plugin, XML Tools. Das ist so ein bisschen der Gegensatz zu dem CSV, was wir eben schon gesehen hatten. Das macht im Grunde nichts anderes, außer meine XML-Datei zu formatieren. Ich habe ein Tree View. Ich kann mich da ein bisschen besser durcharbeiten über XPath. Und ja, einfach ein Support-Tool, wer viel mit XML arbeitet, der sollte sich das Plugin auf jeden Fall angucken. Ich persönlich arbeite am liebsten mit JSON, aber man kann sich es halt nicht immer aussuchen. Ne? Ja, das waren jetzt hier meine 32 Plugins. An der Zahl waren es jetzt. Alles aber Plugins, die ich wirklich, ja, nicht alle tagtäglich, aber wo ich 80% wirklich tagtäglich von benutze. Das habe ich so über die letzten Jahre mir eigentlich als Plugins aufgebaut. Da kommen natürlich manchmal noch welche hinzu, manchmal fallen wieder welche weg. Das ist ganz normal, denke ich. Vielleicht war was dabei für euch, was euch auch gefallen hat. Wie gesagt, wenn ihr jetzt Fragen zu speziellen Plugins habt, ich wollte jetzt, wie gesagt, das Video jetzt nicht zu lang reißen, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren machen. Wenn sich da die Fragen häufen, mache ich vielleicht auch gerne einfach nochmal ein Video zum bestimmten Plugin, zu Debugging oder wie auch immer. Und wenn ihr Visual Studio Code, wie gesagt, überhaupt noch gar nicht kennt, guckt euch das doch mal an. Eine super Geschichte. Und ja, vielleicht mache ich auch gerne nochmal nur zu Visual Studio Code nochmal ein Video. Ne? Schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch wünscht und was ihr wollt, was ihr sehen möchtet. Und dann geht's weiter im nächsten Video. Alles klar. Danke euch. Ciao.